Und dann mal gucken. Wird sowieso jetzt noch lustig genug, jetzt irgendwie da hinzureißen. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht mal unterwegs ein Tier das wird mir unterwegs sicher überbrücken kann. Haben wir hier was in der Nähe? Nö. Wäre zu einfach, ne? Dachte, ich hätte was gesehen, aber nö. So ein Grauhabicht. Kann ich? Grauhabichte irgendwie... Nee, der ist gesperrt, okay. Schade. Ich würde gerne mit so einem Grauhabicht einfach mal durch die Gegend fliegen. Deswegen, warum nicht? Aber vielleicht wird das später noch mal entsperrt, vielleicht auch nicht. Wäre schon irgendwie cool. Ich glaube, das würde halt auch das Reisen viel zu einfach machen. Wenn du vor allem mal einen Flugmount hast und so. Was haben wir da? Wächter, ja, nee. Nö, 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 nö. Wächter will ich jetzt nicht unbedingt überbrücken. Also wenigstens so ein Pferd, aber ich glaube, so ein Pferd kriegen wir nicht. So, möchte gern Stier schon eher. Ein Stürmer. So, irgendwie wieder den Metallbeutel, Medizinbeutel hier wieder voll kriegen. Mich voll gesehen. Aber sowas von voll gesehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ups. Gut, dass ich das gefunden habe. Mhm. Gut, dass ich irgendwie außer Reichweite der Maschinen laufe. So, hier haben wir auch irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe. Das ist doch ganz nett. Siehst du? Liegt alles irgendwie auf dem Weg. Und da haben wir die Metallblume. Oh, Kacke. Bisschen grau habe ich, ne? Jo. Und dann noch mehr davon. Ach du Kacke. Wir wollen da hin. Das wäre voll toll. Ich hab Akku. Ich hab Akku. Ich werde beschossen. Meins. Hallo Händler, schön, dass du da so rumstehst. Gar nicht auffällig, nein, nein. Bei dir kaufen wir auf jeden Fall unsere Gratiskiste. Achso, Waffen hast du wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, wie wir Händler dazu bringen können, dass sie mehr Zeug haben, falls es überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung. Seid ihr könnt nochmal kaufen. Und das war es auch schon wieder. Gut, das hier, wenn ich halt Metallscherben hätte. Habe ich aber nicht. Einfach damit wir auch alle Outfits mal irgendwo gekauft haben. Oh, warte. Ein Lanzenhorn. Beweglich und selbstsicher im Kampf. Die großen Bohrhörner können schweren Schaden verursachen. Ja, das ist ja toll. Okay. Okay. Hier liegen halt auch sehr viele Maschinenteile auch herum, ne? So sehr, sehr große Maschinenteile. Sie ziehen weiter. Okay. Oh, guck mal, eine Ruine. Das ist ja schön. Dass das hier auf meinem Weg liegt, das finde ich super. Da gehe ich doch gerne mal runter. Und hier sind wir in der Nähe von diesen riesen Tentakelvieh. Von einem dieser riesen Tentakelviecher.
finde die immer noch sehr imposant. Oh oh. Was ist das da hinten? Will ich das wissen? Sind das einfach nur blaue Lichter oder ist er tatsächlich ein Monster? Eine Maschine. Da komme ich nicht durch. Da kommst du nicht durch. Das heißt, hier müssen wir wiederkommen, oder was? Oder einen anderen Eingang finden. Ich glaube fast, das sind einfach nur blaue Lichter. Gut, da hätten wir ein Lagerfeuer. Aber wie komme ich dann jetzt in die Ruine rein? Nach Balloon-Zeichen aus. Ist das der Weg zu ihrem Gebiet? Das könnte sein. Aber da mit der Ruine macht mich jetzt sehr stutzig. Nicht irgendwie hoch. Nee. Na gut, dann werden wir das mal zu anderen Zeiten genauer begutachten, wie wir da irgendwie weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier weiter. Wie soll ich da massives Eis durchbrechen? Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, Banook sind sehr maschinenaffin, ja? Wollen halt wieder, dass die Menschen wieder mit Maschinen zusammenleben können, ja? Hallo! Kennst dich hier wohl nicht aus, Jägerin. Korrekt. Ich sammle mal, ne? Ganz kurz. Und dann rede ich mit der blauen Quest. Hallo, blaue Quest. Du bist sehr weit entfernt von allem. Wo führt der Pfad hin? Mich führt er nach Süden. Fort von den Banook. Durch die Überreste dieser Maschinen. Möge Banookai mich schützen. Das ist der schnellste Weg aus dem Schnitt. Und man muss nicht einmal durch Osseram-Gebiet hindurch. Und glaub mir, du willst schnell aus dem Schnitt heraus. Ich bin doch noch nicht einmal da. Warum sollte ich weg? Maschinenangriffe. Ein Fluch auf dem Berg. Das reicht, damit ich mich auf Meridian freue. Seltsame Maschinen und einen Fluch? Welche seltsamen Maschinen? Und was für ein Fluch? Sie sind zäher und rasender als alles im Süden, sagt man. Und vom Berg steigt Tag und Nacht Rauch auf, wie von einem Scheiterhaufen. Doch wie gesagt, ich bin nur auf Durchreise. Und was willst du in Meridian? Du gehst nach Meridian? Ja. Ich gehe als Gesandte zum Hof des Kaja-Königs. Wollte sonst keiner machen. Ist halb so wild. Ich singe einfach Lieder aus Ban-Ur und die Kaja malen lustige Glyphen. Ich berichte von der Wut der Maschinen und der König bietet Weiterhilfe an, die Banook ohnehin nicht annehmen werden. Und was ist der Schnitt? Was ist der Schnitt für ein Gebiet? Es liegt am Ende von allem. Am Ende von Ban-Ur, am Ende der Berge und am Ende anderer Stammesgebiete. Im Krieg mit den Kaja hat er gelitten. Aber zuvor auch schon. Es ist wirklich ein Test, dort draußen zu überleben. Nicht gerade gemütlich. Ich verstehe, warum du weg willst. Ein neues Zuhause finde ich überall. Okay, dann gehe ich mal selber mich da umgucken, ne? Ja, danke für die Warnung. Aber die Maschinen interessieren mich. Dann war die Warnung umsonst. Natürlich, ihr Abenteurer seid doch alle gleich. Viel Glück. Okay, auf in die eisige Wildnis.
sein, ja? Machen wir uns mal als aktive Quest. Nicht da. Nebenquest. Da. Für Stufe 30, ja, bin ich ja fast. Ah, wird schon. Ah, das wird klasse. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Fliehen kann ich dann immer noch. So. Ewig hier rumklettern. Ich meine, das ist auch ein Riesenberg. Kommst du... Wo sollst du denn jetzt hin? Ah, da. Habe ich nicht gesehen. Einfach nur pures Drücken von dem Stick. Da sollst du darüber, du hebst da deinen Arm. Yeah. Zeitlupen-Jumps. Fast alles ist besser in Zeitlupen. Okay. Okay. Oh, so viel Schnee. Ich mag Schnee. Schnee ist toll. Also außer wird halt matschig gefahren von irgendwelchen Autos. 60% Gesundheits- und Medizinbeutel hinzugefügt. Okay. Ist eine Menge. Okay, was haben wir denn hier? Zeug. Feuerwiderstandstrank. Was bist du? Dämonischer Versänger. Schwäche Eis. Ein neuer Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Okay. So, dann warte mal. Einmal den hier. Wow. Nochmal, wow. Okay. Nein, nein, nein. Bist du mal eben schnell hier am Aussuchen von deinem ganzen Gedöns? Kamera drehen. Wow, hallo. Weh, die Ultra F. Der ist dämonisch. Der ist nicht verdorben, der ist dämonisch. Warte. Und ausweichen, ausweichen. Das war nicht gut. Ob ich den hier nochmal eingefroren kriege? Ja, okay. Wow, okay. Befreit er sich einfach aus seinem Eis. Okay. Also der ist schon heftig. Und dafür, dass ich halt keinen Schaden mache? Ja, das wird lustig. Yay, okay, aber wir kriegen das hin. Hoffe ich. Glaube ich. Wenn jetzt alle Gegner hier in dem Gebiet so sind, ja dann hallo, ja, dann gehen wir tatsächlich erst woanders hin. Ich hoffe nicht. Vielleicht kriegen wir das auch besser gedeichselt oder so. Mal gucken. Ich meine, ich bin immer so kampfeslustig, ne? Der Versänger. Eine sehr agile und gefährliche Kampfmaschine mit feuerverstärkten Nahkampfangriffen und einem integrierten Minenwerfer für Angriffe auf die Distanz. Okay. Okay, das wird auch hier unten aufgelistet. Dämonische Maschine. Dämonische Maschinen sind leistungsstärker und widerstandsfähiger gegen Elementschaden und als ihre normalen Gegenstücke. Sie sind eine ernstzunehmende Gefahr.